Da sind wir wieder. Wir machen weiter mit Macbeth, der zweiten Panzermission im Spiel. Und diesmal geht es endlich der Basis an den Kragen, die ich das letzte Mal so schön habe. Oh, hoppala, wir starten nochmal neu. Die Basis, die ich letztens so schön habe links liegen lassen. Diesmal wird sie endgültig kalt gemacht. So. Erstmal hier die Gegnerchen platt machen. Sehr schön. Boah, ich kann diese Typen hier einfach nicht ernst nehmen. So. Und schnell rüberrollen. Huiuiui, das hätte ich beinahe aber versaut, du. Ich mache nämlich wieder meinen hübschen Trick mit den Felsen, indem ich einfach die Bremse betätige, gedrückt lasse und jeweils immer ein paar schöne Charge-Unlock-Shots abgebe. Ah, ist diesmal aber nicht so gut gelungen. Also bin ich jetzt ehrlich gesagt ein bisschen enttäuscht. Egal. So. So kommen zur Gegnerwelle in der Luft. Das funktioniert ganz gut. Nee, es funktioniert doch nicht so gut. Den hätte ich auch anders erwischen können, aber egal. Ich kann jetzt schon mal verraten, die Basis gibt satte 150, sag ich. Wäre ja schön. 50 Abschüsse. Das bedeutet, ihr braucht im Levelverlauf nur insgesamt 100 Abschüsse zu sammeln. Und das sollte ja möglich sein. Dann ist euch eine Medaille sicher. So. Felsen. So. Ah, Mist. Also da werde ich zwei Waggons nicht mehr erwischen, weil ich ja gar keine Bombe mehr habe. So ein Mist. Wieso habe ich die denn alle? Na, egal. So. Die machen wir auch nochmal eben schnell fertig. Zack. Und die Bombe schnapp ich mir. Also da müsst ihr immer drauf achten, ob es Gegner gibt, die irgendwas fallen lassen. Ganz wichtig, wenn ihr Highscores machen wollt. Oder eben eine Medaille sammeln wollt, vor allem. So. Das ist auch ein schöner Trick, hier immer an die Wand zielen und dabei die Felsen beschießen. Ich setze jetzt die Bombe ein, um den Waggon dort oben zu zerstören. Das hat ganz gut funktioniert, bis auf dieser eine Wagen, der leider stehen geblieben ist. Aber egal. Ja. So. Oh, fuck. Hier müsst ihr ein bisschen aufpassen. Immer schön mit Z und R langsam darüber schweben. Bei einer Kollision mit dem Zug oder mit den Stangen verliert ihr nämlich im Expert-Mode sehr, sehr viel Energie. Ja, verdammt, das hat ja mal überhaupt nicht funktioniert. Ah. Egal. Und dort vorne ist der letzte Waggon, den wir zerstören können. Gut. Als nächstes muss dann der Zug an sich und die Basis dran glauben. Und zwar legen wir dazu alle Stellhebel um, die jetzt gleich kommen werden. Alle 8 müssen umgelegt werden, um den Zug auf die Basis umzulenken. Diese Schalter sind zum Teil gar nicht mal so leicht zu erwischen. Hey, komm. Oh Gott. Oh mein Gott. So. Ha. Den habe ich noch gekriegt. Haha. So.
Der fünfte Schalter befindet sich hier links und das ist nicht so leicht zu sehen, weil der Waggon hier im Weg ist. Da müsst ihr unbedingt aufpassen. Also das ist einer der schwierigsten Schalter. So, Nummer 6 befindet sich hier rechts neben der Tür. Hinter der Tür, meine ich. Also diese müsst ihr zuerst beschießen und hinten dran dann auf den Schalter knallen. So, und nun kommen zwei direkt nebeneinander, links und rechts. Falco kümmert sich um den rechts. Wir kümmern uns um die Nummer 7, um den linken Schalter. Und das war's. Alle 8 Stellhebel sind umgelegt und jetzt müssen wir vorne noch auf den Stellhebel zielen. Achtung. Oh, jetzt greift dieser Typ nochmal an hier. Scheiße, weg dir. Boah, gut. Und drauf. Ha, das hat funktioniert. Läuft prima, Fox. Das kann er laut sagen. Einfach zusehen und genießen, was jetzt gleich kommt. Zack, 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 zack. Und das war's für dich. Und für die Basis. Haha. Auch die Explosion der Basis ist sicherlich eines der Highlights bei Lighted Wars. Wir haben es geschafft und die Mission erfüllt, nachdem wir sie beim letzten Mal nur beendet hatten. Und da wir nun auch alle Planeten auf der mittleren Route haben, kümmern wir uns diesmal um die restlichen Planeten dann auf der harten, auf der schweren Route. Aquas, Zunes, Area 6 und Venom 2 stehen uns noch bevor. Wir nähern uns also langsam dem Ende meines Let's Plays. Aber auch den schwersten Planeten. Freut euch schon mal drauf. Das könnte lustig werden. Während Fox hier zufrieden in die Great Fox wieder hineinfliegt. Verlassen wir diesen verruchten Planeten einfach. Und so muss das auch sein. Die haben eine Basis von uns zerstört mit Katina. Dafür haben wir deren Basis auf Macbeth zerstört. So muss es sein. So gehört sich das. Also gut. Bis zum nächsten Mal dann auf dem Planeten Aquas.